Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo Beta. Dies ist Teil 31 und wie ihr hier sehen könnt, habe ich noch ein bisschen rumgespielt. Das heißt, ich habe noch mehrere Berge gemacht, kleine und etwas mittelhohe, um jede Menge Gewässer. Und ich hoffe, dass die auch alle versorgt werden. Sie werden alle von den Umkreisen hier berührt. Aber manche stehen hier an einigen Stellen über. Das werde ich dann sehen, ob das Wasser da drin sauber bleibt oder nicht. Na, hier könnte man sogar auch noch einen kleinen. Aber ich habe jetzt eigentlich genug Teiche gemacht, finde ich. Und da habe ich es auch tatsächlich geschafft, eine Insel zu bauen. Und da will ich dann ein Unterkunft drauf machen. So, jetzt hole ich mir mal von dort so eine einfache Unterkunft. Eigentlich wollte ich so richtig schicke Unterkünfte noch bauen. Da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Irgendwie mit so einem etwas spitzen Dach und wunderschön und so. Und das mache ich jetzt erstmal hier in der Nähe. Ich will jetzt erstmal einen Elefant hier reinholen. So, stellen wir mal hier hin. Und dann, hier ist dann halt der Futterbereich, weil das kann man ja den Tierpflegern nicht zumuten, jedes Mal bis ganz da hinten zu latschen. Aber da kann man Spielzeuge hintun und sonst was. Gehege. Art. Ich wähle einfach mal alle Tiere aus, von denen ich glaube, dass sie damit reinkommen. Kaffernbüffel kann man ruhig auch auswählen, auch wenn die da noch nicht wohnen. Habe ich den afrikanischen Elefant schon? Und das Zebra? Ah, das kommt hier. Steppenzebra, jawohl. Ja, afrikanischer Elefant. Sehr gut. Dann kriegen die jetzt erstmal hier die unterschiedlichen Futtersachen. Das ist der große Futtertrog. Heidi Witzka. So. Das ist hier die Trinkwasserversorgung. Das werde ich dann gleich mal überprüfen, aber das müsste eigentlich noch im Wasseraufbereitungsbereich sein. Ich stelle jetzt hier immer mal überall, wo diese Wasseraufbereitungen sind, stelle ich noch so ein Trinkding hin und dann überprüfe ich die anschließend, ob die alle versorgt sind. So. Und die Tiere können ja auch aus den Teichen trinken. So. Das drehen wir so, dass die Leute dann gucken können. Ja, und dann machen wir hier auch noch eins hin. So. Gut, und erstmal kommt da nur die eine Unterkunft hin. Für den einen Elefanten wird das ja reichen. Und später mache ich überall Unterkünfte. Ich hoffe ja. Na, ich denke mal, ich mache erstmal überall diese. Und wenn ich es dann noch schaffe, die schönen kleinen, so nicht pagodenartig, pavillonartig. Wenn ich da noch so einen Prototypen hinkriege, kann ich ja die vorhandenen alle ersetzen. So. Ah. Solche Futterschüsseln brauchen die vielleicht auch noch. Für die kleineren Tiere. Und das haben wir jetzt alles abgedeckt. Die Spielsachen. Das brauchen die Strauße. Ich hoffe ja, dass dann ordentlich gefüttert wird. Der Drehfutterspender. Sollte ich gleich drei Tierpfleger anstellen?
So, was ist denn das? Ein Spiegelmobile. Na, das ist ja cool. Ein Schlammbad. Das Schlammbad, das stelle ich an eine andere Stelle. Das kommt hier hin. So. Hier habe ich so ganz sanfte Mini-Hügel. Mal gucken, wie die so angenommen werden. Ich weiß nicht genau, welche Steigungen die schaffen. Und hier habe ich wieder etwas höheren Hügel. Da wäre es für mich okay, wenn nur einige der Tierarten das schaffen. Das wäre dann ja auch ein interessantes Unterscheidungsmerkmal der Tiere. So, jetzt verteile ich hier ein paar Spielsachen. So, sieht man die überhaupt? Ja, da ist was angekommen. Eine Hantel. So, vielleicht sollte man nicht alles auf einmal machen. Die wollen ja auch Abwechslung haben, habe ich gehört. So, aber Sprinkler braucht man auf jeden Fall. Brauchen die Wasseranschluss? Theoretisch bräuchten die ja Wasseranschluss. Naja, und es zeigt nicht an, ob es funktioniert, weil ich das Spiel gerade nicht laufen lasse. So, ich lasse es mal kurz laufen, damit es umstellen kann. Ja, die funktionieren schon, zumindest teilweise. Oh, die Riesenschildkröte hat ein Baby zur Welt gebracht. Na, immerhin. Ja, also es gibt hier so einige kleine Stellen, die erfrischt sind. Okay. Aber sie haben ja wirklich viele Swimmingpools. Ah, ich wollte hier die Wasserversorgung noch checken. Auch von den Wasserfutterstellen. So. Mal gucken. Ja, das ist mit drin. Das hier auch. Sehr gut. Und hier. Das ist gerade noch mit drin. Na prima. Das auch. Und hier habe ich wohl gar keins hingesetzt, oder? Doch, da ist eins. Auch mit drin, sehr gut. Und dieses hier. Ja. Ja, mir gefällt das schon ganz gut. Ich meine, es ist jetzt natürlich noch total kahl. Ich setze vielleicht schon mal 3, 4 Kapokbäume rein. Oh, der Futterspender für die Giraffen. Machen wir mal hier hin. Weil das ist jetzt ein Platz, da kann man mit großen Pflanzen so richtig aasen. Ich mach mal Afrika und Graslandschaft. Damit liegt man, glaube ich, auf alle Fälle richtig. Und so, wo ist der Kapokbaum? Ja, immerhin der Affenbrotbaum. Da machen wir auch ein paar von hin. So, da kann man jetzt mal so richtig zuschlagen. So, immer mal drehen. So, und die kleinen kann man auch hinmachen. Die Frage ist, wo wohl dieser Kapokbaum reingehört. Naja, das kann ich hier ja bei den Elefanten gucken. So, Pflanzen. Wüste, Graslandschaft, Tropen. Tropen. Wüste auch, aber ich glaube, Wüste gilt nicht für alle. So, hier kommt er jetzt bestimmt. Da. Sieht ganz unscheinbar aus.
Der ist selbst in diesem Gehege noch groß. So. Der soll dann auch so ein bisschen teilweise als Sichtschutz dienen, damit man, wenn man hier rumfährt, noch ja nicht alles gleich auf einmal sehen kann, sondern noch Überraschungen hat. So. Also gut, hier dient er natürlich dann nicht so als Sichtschutz. Da ist es einfach eine großartige Begrünung. So. Dem Gehege angemessen. Und dann kommen natürlich noch sehr viele solche Schirmakazien rein. Hier habe ich noch einen kleineren Kapokbaum. Den könnte man hier noch reinsetzen. Und es gibt hier auch noch verschiedene Affenbrotbäume. Mache ich diesen hier noch? Vielleicht hier hin? So. Und jetzt kommen... Wo haben wir sie? Die Schirmakazien. So. Und die endgültige Bebaumung mache ich dann natürlich erst, wenn die Tiere drin sind. Aber ein paar kann man ja schon mal reinsetzen. Ich meine, immerhin sind die Kapokbäume deutlich größer als die Berge. So groß sind die Berge also gar nicht. So. Ah, man könnte auch mal Bäume in Gruppen zusammenstellen. Dann nehmen wir aber hier einen anderen Typ. Weil die stehen ja meistens eher in Gruppen als so einzeln. So, und hier jetzt meine liebsten Tamarindenbäume. Sind die so klein? Anscheinend. Stellen wir hier einen drüber. So. Jetzt sieht es nicht mehr so kahl aus. So. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendeine Taste aus Versehen gedrückt. Ich wollte eigentlich kleiner größer machen. Was habe ich denn hier jetzt? Ah, das ist der nächste Tamarindenbaum. Ist okay. Der hat aber nicht so schöne Blüten. So. Aber dafür ist er relativ groß. So. Ich denke, so lasse ich das jetzt fürs Erste. Und hol den ersten... Nee, erstmal brauche ich Tierpfleger. Mindestens 3 Stück. Und dann mache ich eine Gruppe. Tierpfleger, Zoopfleger, Tierarzt. Das volle Programm. So. Tierpfleger. 1, 2, 3. Okay. Zoopfleger. Ich stelle ruhig mal 2 ein. Techniker brauche ich auch 2, die müssen ja die Barriere reparieren. Tierarzt, ob da einer reicht. Ich glaube erstmal, nee, ich krieg neue Tiere, da muss also auch geforscht werden. Okay. Arbeitsbereiche. Neuer Arbeitsbereich. Safari-Gehege. Okay. So. So. Und ich guck mal, ob die anderen... Die kann man auch markieren. Ich weiß nicht, ob die...
Nee, das kann man den Technikern nicht zumuten, aber die hier, die da draußen sind, da könnten sie ja theoretisch hinlaufen. Ich glaube zwar, dass die nur auf ihren Mitarbeiterwegen laufen, aber wenn es mir zu blöd wird, die ständig zu ersetzen, könnte ich ja eventuell hier auch einen Mitarbeiterweg drumrum machen. Aber ich glaube, die werden nicht so weit gehen. Da sind die ja Ewigkeiten beschäftigt. Dann müsste ich hier auch noch immer Mitarbeiterräume und Werkstätten an jede Stelle. Na, ich guck mal, wie es läuft. So. Und jetzt kommen die neuen Mitarbeiter hier rein. Safari-Gehege, das war jetzt ein Tierarzt, ein zweiter Tierarzt auch. Die Tierpfleger. Dann gucke ich auch mal, wie viele Tierpflegerhütten ich eigentlich hier habe. Weil die brauchen ja dann auch mehrere Tierpflegerhütten. So, die Zoopfleger. Okay. Eieiei. Was für eine Dimension. Aber gefällt mir schon irgendwie. Gut, wie sie hier alle bereitstehen. Was haben wir denn hier? Tierpflegerhütte klein, nur eine. Dafür haben wir mehrere Forschungszentren. Das ist vielleicht ganz gut. Dann kommen jetzt hier noch zwei Einrichtungen. Mitarbeiter. Welches sind die Tierpflegerhütten? Die hier. Zur Gruppe hinzufügen, jawohl. Dann müsste doch jetzt eigentlich ein Raster erscheinen. So. Ja, sehr gut. Huch, der hat da ein Loch gegraben. Warum denn das? Ach, weil ich es tiefer gesetzt habe. Na, das machen wir jetzt rückgängig. Das probieren wir jetzt nochmal. Das geht auch besser. Jetzt hat er auch wieder ein bisschen Loch gegraben. Aber nicht so stark. Ist ja merkwürdig. Ach, da lassen wir uns jetzt nicht von ins Bockshorn jagen. Da wird jetzt noch ein bisschen Wand drumherum gebaut. Ich hoffe, dass es nicht allzu schepp aussieht. So. Okay. So. Ja, eigentlich bräuchte man da Fenster. Machen wir Fenster. Da. So. Es passt sich halbwegs an. Tür. Dach. So. Na, man sieht schon, dass es ein bisschen tiefer gelegt ist, aber Hauptsache, es funktioniert. Okay. Das ist in Ordnung. Und jetzt suchen wir den Elefanten aus, der die Ehre hat, dieses Gehege zuerst zu testen. Ich würde sagen, wir nehmen einen der weiblichen Elefanten. Die ist 23. Du bist. Ah, das ist das Männle. Okay, nehmen wir die. Ja, die ist gerade in einem halbwegs guten Zustand. So.
das ist gar nicht, doch, es ist schon weit für die Pfleger, weil die hier rumlaufen müssen. Luftlinie ist es nicht so weit. So, Versand geplant. Und jetzt gucken wir mal, ach, wie das läuft. Die müsste jetzt eigentlich gleich in eine Kiste kommen. Aber das Spiel ist mir mal wieder eingefroren. Was es jetzt öfter tut? Ich habe nicht gespeichert. Ich sollte mal lieber speichern. Nicht, dass es mir wieder abstürzt. Also, wenn es abstürzt, dann stürzt es halt ab, aber dass ich dann wenigstens ordentlich gespeichert habe. So. Ah, jetzt passiert es. Gut. Da. Da wird unser Elefant verschleppt. Sie rennt ganz eifrig. Das machst du sehr tapfer. Ob es kürzer ist, wenn ich im Mitarbeiterweg. Ich glaube ja, ich mache noch im Mitarbeiterweg andersrum um das jetzige Elefantengehege. Dann müssen die nicht so weit laufen. Na komm. Es kommt bestimmt wieder das Spiel. Das hat es jetzt ja öfters gehabt. So ein leichtes Einfrieren. So, kommt man mal so richtig durch den ganzen Zoo. So ein Einfrieren hatte ich jetzt die ganze Zeit eigentlich nicht. Aber manchmal bleibt nach dem Absturz ja irgendwie was, was den Speicher verunreinigt oder so. Also, dass es schlechter funktioniert danach. Da muss man vielleicht einen Neustart des Rechners machen oder so. Ja, der Mitarbeiterweg muss echt abgekürzt werden für den Umtransport. Das ist ja nicht zumutbar für die armen Tierzoopfleger. Allmählich verstehe ich auch, warum sie die Menschen so comicartig gemacht haben, obwohl sie ja die Tiere so sorgfältig ausgearbeitet haben, so realitätsnah gemacht haben. Und gerade deshalb nehme ich an. Also ich dachte mir das schon länger, aber je länger ich das Spiel spiele, desto mehr wird mir klar, die mussten das machen, damit das Spiel auf normalen Rechnern überhaupt läuft. Wenn sie die Menschen genauso sorgfältig machen würden, all diese vielen Leute wie die Tiere, da würde der tollste Rechner in die Knie gehen. So. Na, es ist bald soweit. So, sind wir ausgesperrt. Mal gucken. Da ist er. Jawohl, sie ist ganz erschöpft. Also da ist eigentlich sie. So, Tierpfleger rufen. Und jetzt stoppe ich mal kurz und mache erstmal den Weg. So, der müsste dann ja hier rumgehen. Dann ist der relativ kurz. Jetzt sind die so rumgelaufen. Ja, es ist immer noch mittelweit, aber ich denke mal, das ist schon eine echte Verbesserung. So. So. Um den Baum rum. Na, komm. So.
hier geht's weiter. Was ist jetzt das Problem? Hey, jetzt habe ich den Weg so weit gebracht. Er ist wohl hier zu sehr in die Ecke gekommen. Gut. Das lässt sich bestimmt lösen. Ja, so. Gut. Ein bisschen schepp ist er geworden. Aber das ist ja in einem Bereich, wo die Zuschauer normalerweise gar nicht mehr gucken. Das kann man dann natürlich irgendwann mal mit Pflanzen optisch zumachen und so. So. Jetzt, mein lieber Elefant. Jetzt gucken wir erstmal, ob dir hier der Boden gut gefällt. Nee, es ist noch zu viel langes Gras. Zu wenig Fels. Okay, das können wir hier in den Bergen noch ändern. Oder nee, es ist eigentlich genug Fels, aber zu wenig Erde. Das Problem wird dann, wenn die anderen Tiere kommen, die brauchen zum Teil andere Sachen. So. Es gibt aber einen Bereich, wo sie alle zufrieden sind. Zumindest alle, die wir bisher hatten. In dem jetzigen Gehege sind sie alle zufrieden mit dem Boden. So, nimmt nur langsam zu. Aber ich will es jetzt auch nicht so krass machen. Man sieht sonst so komische Texturmuster, wenn man das so auf 100% fahren lässt. Ah, das lange Gras ist jetzt schon erledigt. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Erde. Vielleicht in dem Futterbereich. Das würde der Realität entsprechen. Dass das so ein bisschen ausgetrampelt ist. So. Und vielleicht machen wir hier ein bisschen noch das lange Gras weg für die Fahrzeuge. Weil es ist so irgendwie schon lustig, da durch das lange Gras zu fahren, aber auch ein bisschen irritierend. So. Diese Dinger hängen immer noch wie übergroße Panzernashornhaufen, Kothaufen in der Gegend rum. Aber das mache ich dann bei passender Gelegenheit. So. Na, jetzt müsste es aber bald soweit sein. Ich habe schon relativ viel Erde verbreitet. Aber das hat offensichtlich noch nicht gereicht. So. Ich mach mal hier so unter den Bäumen Erde. Denn das ist ja oft so, obwohl manchmal ist es unter den Bäumen auch besonders hoch, das Gras. Und hier in der Nähe vom Schlammbad. Ja, 15% haben wir schon.
Ach, echt Stöhnracker. Da ist man schon versucht, das auf größer zu stellen. Ich stelle es mal auf größer, aber nicht auf stärker. Aber ich finde es ganz schön, wenn dann da auch noch so Grasdinger durchgucken und so. Also wenn es nicht so krass alles voll mit Erde macht. So, jetzt sind wir im grünen Bereich. Super gut. Was haben wir noch? Alles im grünen Bereich. Für die Elefanten. Der stabile Rückzugsort reicht. Selbst die Bepflanzung ist schon im grünen Bereich. Gut. Ein bisschen mehr kann ich noch. Aber gerade mal etwas mehr als doppelt so viel. Das mache ich dann aber später. Und jetzt gucken wir mal, ob er was zu fressen kriegt. Tierpflege, walte deines Amtes. Hier ist ein hungriges Tier. Naja, sehr hungrig ist er nicht. Ist sie nicht. Ah, man kann hier die Qualitätsstufe der Mahlzeit auswählen. Wo war das noch? War das hier? Kopieren, bewegen. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Gehege auswählen? Nee, das ist wieder was anderes. Na, dass ich da einfach erstmal gekackt und dann da hingelegt. Wo hatte ich das denn, dass man da die Qualitätsstufe wählen konnte? Ja, jetzt hängt's wieder. Dann warte ich erstmal einen Moment. Jo, Spiel. Du wirst es doch noch schaffen. Vielleicht bei den anderen Futterdingern. Weil es ist schon besser, wenn die bessere Qualität kriegen. Oder war das hier? Nee, da kann ich den Namen verändern. Aber da kommt irgendjemand. Oder? Geht wohl wieder weg. Komm, Tierpfleger, ich habe euch extra angeheuert. Tierpfleger unterwegs. Sehr gut. Gucken wir doch mal, wo der Tierpfleger ist. Wieso läufst du da rum? Ah, hast du gedacht, du musst nicht so schnell zur Arbeit? Ja. Oh, hier ist aber ordentlich Dreck und Gewühl. Muss es sich erstmal durcharbeiten. Ich habe euch doch auch eine extra Mitarbeiterraum in dem neuen Bereich gemacht. Also, Leute. Ja, das wird schon noch. Jetzt ist er in der falschen Richtung unterwegs. Hey. Geht zum Vivarium. Aha. Wo sind denn hier meine ganzen frisch eingestellten Mitarbeiter? Da. Hier, du sollst arbeiten. Läuft herum. Da. Na, jetzt kommt er angerannt. Das sind wir aber froh. Jetzt wird er dann erstmal gucken und dann muss er es vorbereiten. Das überlegt er sich jetzt ganz genau, läuft herum. Wie? Ich kann nicht weiterarbeiten, ich muss mich ausruhen.
Was bist denn du für eine Fortbildung, Anstellung? Safari-Gehege. Der hat noch nie was gearbeitet. Tierpfleger zum Gehege rufen. Ja, er sieht hier die Arbeitslast auf ihn zukommen und rennt gleich wieder weg. Kann man den da nicht da reinsetzen? So. Und bewegen. Nee, da kann man ihn nicht hinsetzen. Hängt nur rum. Du wirst gleich entlassen. Ob vielleicht das ein Problem mit denen besteht? Ineffizient. Ja, klar. Da war noch nie einer. Hat Strom. Einrichtung hat Strom. Forschungszentrum. Wo sind die Tierpflegerhütten? Tierarztpraxis. Tierpflegerhütte. Kann man hier einen Mitarbeiter zuteilen? Nein. Der wird sofort gefeuert. Ohne zusätzliche Tierpflegerhütten werden die Tiere verhungern. Was soll denn das? Können die da etwa nicht rein? Dann stelle ich hier einfach mal eine nackte Tierpflegerhütte hin. Wir wollen ihm ja noch eine Chance geben. So. Vielleicht sind die irgendwie nicht erreichbar. Und? Wie sieht's aus? Jetzt kommen sie kaum aneinander vorbei. Jetzt überlegt er, was er tun soll. Mal gucken. Oh, er kriegt jetzt auch so den Faulheitsgang. Ne? Man möchte ja am liebsten selber von Hand das Futter in die Tröge packen. Bei den faulen Tierpflegern. Stopp. Ich kann ihn nicht markieren. Ah, bearbeiten. Okay, alles klar. Das passiert immer, wenn man noch in dem Bearbeitungsmodus ist. Läuft herum. Mitarbeitergebäudevorteil. Also, du sollst dich nicht ums Vivarium kümmern, aber Tiere im Gehege füttern. Und du auch. Vielleicht hilft das. Arbeitsbereich Safari. Arbeitsplan Manager. Okay, das ist das. Er ist eigentlich mit seinem Gehalt zufrieden. Vielleicht sind die hier alle verbuggt. Oder zumindest hier diese beiden. Die mache ich mal weg. So. Gruppe bearbeiten. Mitsamt hier dem Ganzen drumrum. So. Und dann stelle ich hier vielleicht noch eine zweite hin. So. Weil möglicherweise kann ja eine Tierpflegerhütte, die nicht erreichbar ist, den Zugriff auf die
anderen verbacken. Also zumindest kann ich mir das vorstellen. Das ist das Forschungszentrum. Tierarztpraxis. Tierpflegerhütte. Das lösche ich mal. Es sind ja jetzt zwei da. Die müssen wir jetzt noch der Gruppe zuteilen. Gruppe, Gruppe, Gruppe. Also nicht der Baugruppe, sondern der Arbeitsgruppe. So. So. Und dann stelle ich dieses Futterding mal näher an den Eingang. So. Und jetzt rufe ich einen Tierpfleger zum Gehege. Wie gut, dass die Elefantin erstmal satt war. So. Er ist gekommen, ja. Und jetzt sieht er wieder so nach Pause aus, oder? Er läuft herum. Ist das einer von denen? Ja. Hölle, denkt wieder über Tierpflegerhütten nach. Leute, ich habe neue, frische Tierpflegerhütten gebaut. Es kann doch nicht sein, dass mein schönes mein schönes Gehege daran scheitert, dass die hier nicht sich weigern zu füttern. Tja. Oh, es ist schon wieder 42 Minuten. Aha, er ist Azubi. Aber ich glaube ja kaum, dass das besser macht, wenn er kein Azubi mehr ist. Ich stelle dieses hier auch mal näher. Hier näher hin. Das ist ja ein kleineres. Er kommt sofort angerannt und kapiert's nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich werde jetzt trotzdem mal gucken, wie es ihr geht. Ja, das ist immer noch gut. Das ist doch wunderbar. Vielleicht wird ein Neustart des Spiels dieses akute Problem lösen. Ich will jetzt aber gerne nochmal eine Testfahrt machen. Oder kann man das schon richtig eröffnen? Man könnte es eigentlich schon mal eröffnen. Und dann fahre ich bei der ersten Fahrt mit. Dann gibt es aber hier mehrere Wagen. So. Station 8 geschlossen. Fahrgeschäftbetrieb. Zugwagen pro Zug. Einer. Zuganzahl. Das will ich erhöhen. Ja. Dass da sozusagen die vier getrennt voneinander fahren. Ah, und die Geschwindigkeit ist 4 Miles per Hour. Ich habe mich schon gewundert, denn die fahren schneller als 4 Stundenkilometer. So, und dann öffne ich das jetzt einfach mal. Und fahre dann gleich mit dem hier mit. Ihr geht durch die falsche Tür, durch den falschen Weg rein. So wird das nix. Da kommen die ersten richtigen. Oh, hier sollte ich auch das hohe Gras wegmachen. Irgendwann mal. So. Ah, und dann kann man, glaube ich, auch noch einstellen, ob das
Ja. Ob der Wagen voll werden muss oder nicht. Übersicht. Gäste insgesamt. Oh, es geht los, es geht los. Oh, Leute, es geht los. Ja, ich hoffe, dass das jetzt eine erfreuliche Tour wird. Und wir machen hier vielleicht mal Sitz. Oder Interesse, wie ist das? Jetzt hängt's wieder. Blick auf Gast. Wir fahren mal so mit. Ein bisschen höher. Oder so, als wenn wir dahinter sitzen. Nee, so. Ein bisschen überdehnen. Den Elefant haben wir schon gesehen. Da fährt schon die zweite Fuhre. So, jetzt kommt der Großmutterschreck. Ja, so schlimm ist es eigentlich nicht. Krass ist es ja bei der Achterbahn, wenn es so schnell bergab geht. Und das tut es hier ja gar nicht. Ja, sieht schon noch ein bisschen kahl aus, alles. Einen komischen Haufen. Ja, immerhin, der Wasserfall funktioniert. Und ich finde, es hat im Vergleich zur ersten Testfahrt schon erheblich gewonnen. So. Machen wir hier mal einen schönen Screenshot. Ja, da sieht man den Elefanten nochmal. Tja. Und wahrscheinlich werde ich das dann auch für heute erstmal beenden, also auch für mich heute, und hoffen, dass bis morgen, wenn ich aufgestanden bin, ein frisches Update drauf haben, was die Tierpflegerproblematik löst. Oder dass vielleicht ein Neustart des Spiels hilft. Ja, da muss noch sehr viel mehr Grün rein und Hütten an vielen Stellen. Aber es ist ja auch Savanne. Also die Savanne hat ja auch viel einfach so Grasfläche, Ebene. Und es werden ja noch viel mehr Tiere kommen. So. Ja. Ja. Die gucken hier die ganze Zeit rum, suchen die Tiere. Mir gefällt das, dass es so viele Seen und Teiche gibt. Das bringt schon ein bisschen Abwechslung rein. Oh, und die Folge ist schon wieder 49 Minuten lang. Das sieht mir ähnlich. Aber diese Fahrt, die mache ich jetzt noch fertig mit euch. Und dann ist die Folge rum. Ich meine, wenn ich nur so kurze Folgen machen würde, würden wir in den Folgen auch nicht so viel geschafft kriegen, weil ich bin ja eher langsam und man wird ja auch immer wieder durch alles Mögliche aufgehalten. Und ja, ich kann natürlich auch was rausschneiden, was ich ja im ersten Teil von dem Let's Play häufig gemacht habe. Aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es euch auch, wie so ein Safari-Gehege eingerichtet werden kann und so. Das mitzukriegen. Was für Schwierigkeiten auftauchen können.
Und ich habe ja immerhin einen Großteil der Berge und Seen zwischen den Folgen gemacht. So. Naja, man ist hier schon eine Weile unterwegs. Und da hinten kommt dann die Insel. Und ich glaube, ich hatte erwähnt, dass da ein Unterschlupf drauf soll. Unterschlupf mit Baum. Na, und hier kommt man immerhin an vielen interessanten Bäumen vorbei. So. Ja, ich glaube, jetzt ist es gleich zu Ende. Naja, und der Elefant hat uns nicht angegriffen bisher. Das ist doch schon viel wert. Wie sie alle neugierig gucken. Tut mir leid irgendwie ein bisschen, weil die haben sich bestimmt mehr Tiere erhofft. Oh, was für eine lange Schlange da schon ist. Cool. Dann könnte ich da mehr Autos langfahren lassen. Okay. Ja, also mir hat die Fahrt trotz aller Probleme gefallen. Jo, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.